Markus. So, Markus hat es ja quasi schon treffend ausgeführt. Wir wurden lange Zeit weggesperrt. Der Ministerpräsident hat keine Scheu gehabt, einfach die Unterschrift zu setzen, Ausgangssperren zu verhängen, Impfzwang mitzumachen, Masken uns aufzudrücken. Und was Markus quasi gerade schon gesagt hat, die Politikerhaftung, die ist eigentlich an der Stelle ganz wichtig. Nicht Bianca Witsche gehört ins Gefängnis, sondern Michael Kretschmer. Und vor allem muss man ja auch feststellen, seine Worte sind selbst heute noch nicht viel wert. Vor kurzer Zeit sagte er noch erst zu uns sinngemäß, Mensch, wir sollen doch jetzt Ruhe geben und wir sollen doch jetzt Frieden wieder schaffen. Das ist sein Frieden, den er schafft. Er sperrt weiterhin Leute dann ein, ohne Skrupel. Deswegen, wie gesagt, die Forderung, die wir vor ungefähr anderthalb Jahren aufgestellt haben, ist weiterhin aktuell. Kretschmer verhaften! Kretschmer verhaften! Kretschmer verhaften! Noch ein Stück weiter. Die Anreise auch. Als nächstes haben wir aus Gera Christian Klar. Christian, herzlich willkommen. Guten Abend, Chemnitz. Guten Abend, liebe Gäste. Erstmal ein ganz großes Lob an die Initiatoren dieser Demonstration. Es ist wirklich bemerkenswert für eine mutige Ärztin, sowas auf die Beine zu stellen. Diese Frau hat es echt verdient. Ich muss sagen, ich hatte in Thüringen genauso einen guten Arzt. Und als dann Leute wie ich kontrolliert wurden von der Polizei, gingen die Hausdurchsuchungen bei ihm los. Er hat dann das nicht mehr so durchführen können. Er wurde wirklich gepeinigt von vorne bis hinten. Man hat seine Kanzlei bzw. seine Praxis 8-mal durchsucht. Und es war eine Katastrophe. Er muss Angst haben, dass er überhaupt noch irgendwo praktizieren kann. Und da muss ich sagen, solche Ärzte waren sehr, sehr selten. Und deshalb ist das, was wir hier machen, so verdammt wichtig. Und wenn man dann sieht, dass dieser Richter und dieser Staatsanwalt, die das umgesetzt haben, ganz ehrlich, jeder Patient von Bianca Witsche, jeder, der hier ist, sollte eine Anzeige gegen die schreiben. Nicht sie gehört da rein, diese beiden gehören da rein. Wenn man sieht, alle diese Maßnahmen, alle diese Auflagen fallen gerade. Vorgestern am Montag wurde in Thüringen gefordert der Rücktritt unseres Innenminister Mayer. Und da waren dieselben Sachen dafür verantwortlich für die Rücktrittsforderung, nämlich diese ganzen Maßnahmen der Corona-Zeit, die er jetzt selber als überflüssig, als falsch eingesetzt hat. Und dafür muss er die Konsequenzen tragen. Und dasselbe ist hier in Sachsen das Gleiche. Wenn man überlegt, dass diese Frau da hinten mit Terroristen zusammensitzt, wie Lina Engel, da kann es nur eine Forderung geben. Freiheit für Bianca Witsche und lebenslange Haft für Lina Engel! Vergewaltiger kriegen Bewährungsstrafen, weil sie bald eine Wohnung haben und bald arbeiten möchten. Wo man sagt, ey, die Richter, die Staatsanwälte, die können keine Kinder haben, die solche Urteile sprechen und hinnehmen. Die gehören auf die Anklagebank, weil sie sowas ermöglichen. Genau wie die Politiker, die das zulassen. Und deshalb nochmal ganz herzliche Grüße auch aus Thüringen an die mutige Ärztin da drüben. Alles Gute, Frau Witsche. Bleiben Sie stark und standhaft! Als nächsten Redner hätten wir noch